ein Glücksfall ist, dass ich heute, da ich beruflich nicht mehr so eingespannt bin, sage ich immer so nett, mich eher auf mein Hobby Sport konzentrieren kann. Ich bin selbst noch aktiv in der Leichtathletik und es nicht mehr wie früher neben dem Beruf machen muss und dementsprechend auch im Kindertraining zum Beispiel wieder aktiv bin. Das macht auch viel Spaß. Ein Glücksfall für mich ist einfach im Grunde die Freude, die ich in meiner Sportart der Leichtathletik habe, an die nächste Generation weiterzugeben, neue Kinder an die Sportart ranzuführen, natürlich auch nach außen die Sportart publik machen. Und ein Riesenglücksfall ist einfach, dass wir bei uns im Turnverein Neu-Isenburg mit Aileen Demes eine Sportlerin auch in der Leichtathletik haben, die jetzt als Olympiastarter dabei ist. Das zeigt, wie toll das sein kann, von ganz klein bis ganz oben einfach auch die Sportart im Verein begleiten zu können. Besonders jetzt im Kreis Offenbach, denke ich, zählen wir mit Neu-Isenburg als eine der größeren Kommunen. Wir sind hier sehr, sehr gut aufgestellt, was die Sportstätten anbelangt. Das sind natürlich städtische Kreismittel, Bundesmittel bis Bundesmittel, die hier reinfließen. Aber wir haben dadurch wirklich eine tolle Infrastruktur, die wir einfach nutzen können. Und auch die Unterstützung eben durch die Politik hier in Neu-Isenburg, aber auch durch den Landrat, der ja aus Neu-Isenburg kommt, sind wir eine gut geförderte Sportkreis, ist auch immer bemüht, was kann man den Vereinen Gutes tun, wie können wir die Vereine nach vorne bringen und auch gemeinsame Aktionen, die im Kreis stattfinden. Wir hatten jetzt schon neulich ja diesen Sportaktionstag im Kreis, da haben wir zum Beispiel bei uns einen Sportabzeichentag veranstaltet bei uns im Verein, also auch, dass wir also nicht nur immer in den Richtung Spitzensport, sondern auch in den breiten Sport und den Sport insgesamt natürlich nach vorn bringen auf den tollen Anlagen, die wir hier in Neu-Isenburg im Kreis haben.